So, da sind wir wieder. Es geht weiter. Und wie ich versprochen habe, greifen wir jetzt dann hier mal mit meiner großen Flotte an. Wobei ich mich jetzt gerade ganz unwohl fühle bei dieser Flotte, die sich über Ord Mantell da sammelt. Na egal. Oder halt speichern. Speichern. Sicher ist sicher. Und fertig. Komm schon. So lang kann das nicht dauern. So, Angriff. Kreuzer meldet sich. Kreuzer meldet sich. Taktisches Gefecht steht gleich So. bevor. Wie viel haben sie jetzt? 62 gegen 117. Gut, es sollte machbar sein. Ich hab Super Sternzerstörer zerstört. Insgesamt 2 Stück innerhalb von 3 Folgen. Ich glaube, wir haben jetzt 3 Supersternzerstörer kaputt gemacht. Da sollte ich doch wohl mit so einer kleinen Witzflotte eigentlich fertig werden können. Unterwegs zu den Zielkoordinaten. Na dann flieg mal, mein kleiner Ascendancy. Ich hole die Verstärkung rein, sobald ich was sehen kann. Da sind sie. Ups. Oh mein Gott! So viele Jäger! Na egal. Eure Verstärkung. Warte mal, was führt ein Chef noch mal mit sich? Keine Verstärkung mehr. Führt der Jäger mit sich? Steht natürlich nicht drin. Na egal. Dann hole ich mal meine Ascendancies raus. Bewegung. Die machen genügend Schaden, um diese Schiffe da gleich zu zerstören. Und außen führen die jede Menge Jäger mit sich, das weiß ich. Schon unterwegs. Unterwegs. Positionsänderung. Dann mal los. Ja, das dann los. Vielleicht keine gute Idee, sie mitten da reinzusetzen, aber ist jetzt zu spät, dann hole ich noch ein paar Chefs. Volle Kraft. Drehe bei. Nur noch eine geht. Zielkoordinaten bestätigt. Okay. Have a nice day. Ruckel. Oh. Alle aufsuchen und zerstören. Ihr greift jetzt mal dieses Ding an. Das hat jetzt zwar seine Schilde hochgetun. Reden. Ja, toll. Hat sich was mit Reden. Das Ding hat seine Schilde hochgekurbelt, aber es sollte jetzt nicht mehr lange bleiben. Okay, da haben wir es nämlich schon. Und den Hangar bitte als eines der ersten Sachen kaputt machen. Ich habe keinen Bock, dass noch mehr Jäger daraus ploppen. Nehmt das einfach nur auseinander. Dann könnt ihr die Marauder ausprobieren. Feuer frei. So. Jetzt rum. Rum. Wenn wir den Antrieb kaputt machen, damit uns das Ding dann nicht davonfliegt. Wie sieht es mit den Chefs aus? Denen geht es gut. Ist da irgendwas zum kaputt machen? Da gibt es was zum kaputt machen. Drecksteil. Sternzerstörer in Bereitschaft. Komm her. Konzentriert das Feuer auf den Antrieb. Da wenigstens sind die Schilde jetzt unten. Und der Antrieb ist down. Befehl bestätigt. Zerstörung des Schildgenerators. Generator. Wird auch nicht mehr lange existieren. Sternzerstörer hier. Auf Angriffsposition. Ja, Mann. So, alle schön auf Zerstörung. Erwarte Befehle. Erwarte Ihre Befehle. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Und weg damit. Erwarte Ihre Anweisung. Auf zur Basis. Euer Befehl, Sir? Ohne Anweisung. Hier fliegt eins dort. Hier fliegt bitte nicht einfach so an den gegnerischen Schiffen vorbei. Zögere Feuer für maximale Wirkung.
ihren Antrieb aus. Der Antrieb ist unser Primärziel. Boah, da gehen die Schilde down. Hui! Richtig reinhauen, wenn man diese Fähigkeit benutzt, wenn er erstmal reinsetzt. Es überlebt kein feindliches Schiff. Keines! Ja, ich weiß, dass die Spezialfähigkeiten der Schiffe nicht sind. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Los, schieß die ab. Sehen wir uns das Ganze doch mal an. Das ist ein Film. Ach, da lebt noch so ein Ding. Ach, die haben hier was reingeholt. Erstmal die Antriebe kaputt machen. Hier den Antrieb. Na gut, na, dann zerstört das mal gut, ja, für uns. Halt, der da, bitte. Volle Feuerkraft. Oh, der Antrieb ging jetzt wirklich nach von der Sekunde dauern. Schade, es sind zwei mittlere Schiffe abgehauen und ansonsten noch ein Jäger. Und keine eigenen Verluste, also läuft. Bin unterwegs. Dieser Planet wird für die Neue Republik echt ein Symbol ihrer Machtlosigkeit. Wir sind unterwegs. Wir sind gleich da. Sofort. Einheit wird produziert. Einheit wird hergestellt. Mal wieder richtig viel Geld aus dem Fenster werfen, aber es ist nötig. Einheit wird hergestellt. Aber so ist es eben. Und diese Flotte, da muss auch noch verstärkt werden. Da muss ich wirklich jedes Mal noch dran denken. Aber aktuell ist es einfach so, dass diese Flotte da wirklich hier unten unterwegs zu den Koordinaten. Und ich kann es mir auch gerade noch nicht leisten, diesen nicht aussprechbaren Planeten mit Bodentruppen einzunehmen, weil die taktische Position wäre dann einfach gerade ziemlich kontraproduktiv, weil dann hätte ich hier eine Flotte, aber dann wäre Bilbringi nicht mehr gedeckt. Heißt, ich brauche dann noch eine Flotte, mit der ich einen möglichen Angriff von Ord Mantell aus abwehren kann. Aktuell kann ich mich mit drei Flotten gut verteidigen, aber ich brauche mehr. In anderen Fällen kann ich das dann nicht halten. Kreuzer meldet sich. Na super, kann ich nicht. Ah, Moment. Golan 1. Golan 1, okay, nur zwei Golan 1 Kampfstationen. Fahrzeug wird produziert. Ein paar Chefs, bitte. Sternenzerstörer hier. Einheit wird hergestellt. Ich brauch Chefs. Sternenzerstörer hier. Schon unterwegs. Unterwegs. Und dann ist gleich diese Flotte dran mit dem Verstärken. Das mit dem Ausheben einer zweiten starken Flotte wird... Oh nein. Ich hab keinen Bock. Ich hab echt keinen Bock, noch einen Supersternzerstörer zu plätten. Ich hab da keine Lust drauf. 120. 117. Okay, 120. Aber ernsthaft, ich habe da keine Lust drauf, dann noch einen Supersternzerstörer jetzt einstampfen zu müssen. Kreuzer meldet sich. Ganz ehrlich, wie viele haben die von den Dingern? Positionsänderung. Dann mal los. Die hatten in Wahrheit nur so viele. Dann los. Ja, okay, doch. Das hatten schon ziemlich viele, aber das waren dann mehr...
die Supersternzerstörer von irgendwelchen Kommandanteneinheiten. Aber nicht so frei für, so frei Haus. Hier, guck mal, ich habe einen Supersternzerstörer in meiner Flotte. Nein. Wo war das nicht? Sternzerstörer hier. Super. Befehl bestätigt. 64. Super. Die Flotte wächst. Und die auch. Die übrigens auch. Auch wenn sie aus mehr. Naja. Sternzerstörer hier. Pussy-Schiffen besteht. Ah, super. Da ist jetzt ein Ascendancy. Den schicke ich mal hier runter. Dann sollte die Flotte eigentlich stark genug sein, um größere Angriffe auch abschmettern zu können. Stattdessen kann ich diese, die Flotte hier oben ja auch noch mal ein bisschen aufmöbeln. Fahrzeug wird produziert. Ach na super, jetzt bin ich gleich am Einheitenlimit. Heißt, ich muss jetzt am Planeten erobern. Wäre Phantolomin vermutlich die beste Idee. Ist da überhaupt eine Flotte drüber? Sieht nicht so aus. Dann könnte ich mir überlegen, erstmal unten das neue, die Reste, die Überreste des Imperiums anzugreifen. Das wäre dann schon mal eine Sternzerstörer Idee. Hier. Dann muss die Flotte da unten aber auch wirklich erstmal noch ein kleines bisschen weiter verstärkt werden. Naja, der kann ruhig da reingehen. Dann hole ich mal die Boden. Wir rücken vor. Kreuzer meldet sich. Volle Kraft. Oh, du wirst jetzt eine Angriffsflotte. Ist doch eine tolle Neuerung, oder? Du wirst jetzt dann gleich eine Angriffsflotte. Haha. Jo, gut. Sternzerstörer hier. Ja, dann kommst du noch gleich erstmal da runter. Alter, diese Flotte. Ich wünschte, die hätten hier tatsächlich noch so eine Art Spione eingebaut, diese Modder. Weil die Kopfgeldjäger fehlen ja auch komplett. Da geht ein gutes Stück am Spielspaß eigentlich verloren. Na okay, dann wollen wir doch jetzt mal gucken, was auf Phantolomin denn alles so im Weltraum rumschwebt. Kreuzer meldet sich. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Das mache ich nicht mal selbst. Schon unterwegs. So kleinere Raumgefechte, die überhaupt nichts bringen, lasse ich einfach komplett weg. Die überspringe ich einfach. So. Auf geht's ins Bodengefecht. Ich werde die Bodengefechte meistens auch überspringen. Das wird dann zwar sehr große Verluste nach sich ziehen, aber ist jetzt einfach so. Ich mache jetzt aber auf jeden Fall dieses eine Bodengefecht. Die Texte lese ich jetzt mal nicht vor, die könnt ihr meinetwegen auch gerne lesen. Dann pausiert ihr eben das Video mal kurz und lest euch das dadurch. Aber meistens sind da schon recht informative Texte dabei, die dann von den Moddern eingefügt wurden. Keine Verstärkung mehr. Wir rücken vor. Zum Infanterie. Moment, Moment. Produktion gestoppt. Ist das nicht Pete? Veers? Maximilian Veers? Wir haben für die, die es nicht wissen, Maximilian Veers ist ein Kommandant des Imperiums, der den AT-AT als Heldeneinheit hat. Wir haben also den Mortar Attack Transporter. Das Vieh, was im das Imperium schlägt zurück, glaube ich, war das dann eben diese vierbeinigen Kampfläufer auf Hoth. Diese riesigen. Wir haben einen Bauplatz verloren. Bisschen schneller bitte, meine Infanterie, erobert diese Punkte, damit ich dann noch mehr Jäger reinholen kann. Wir haben einen Bauplatz erobert. Wählt eure Verstärkung. Position Alpha erreicht. Wir fahren einen Kampfpanzer, kein Ruder. Ihr fahrt keinen Kampfpanzer, ihr fliegt. Produktion gestoppt. Wir haben eine Landezone gesichert. Roger. Information. Unterwegs. Erwarte Befehle. So, wählt eure Verstärkung. Mit maximaler Geschwindigkeit. Abverstanden. Melde mich wie befohlen.
diese schon mal zusammen. Du? Melde mich wie befohlen. Oder was? Wir haben einen Bauplatz verloren. Sofort, Sir. Information. Vorwärts. Rupp vorrücken. Ja, Sir. Gut, dann kümmere ich mich mit denen mal jetzt um. Roger, bestätigt. Wo denn der Gegner sein könnte. Wir haben einen Bauplatz verloren. Der Gegner nähert sich. Oh. Bereit. Melde mich wie befohlen. Da. In Bereitschaft. Wir greifen an. Das überlebt nicht mehr lange. Ich werde aber einen Gegner, glaube ich, verlieren. Ja, da ist er weg. Da ist der Bunker hin und jetzt müssen sie raus. Und dann sind sie geliefert. So, dann gucken wir uns doch mal weiter um. Bereit für Befehle. Danke, ich weiß, aber das mache ich jetzt noch zu Ende. Information. Erwarte Befehle. Hier ist nirgendwo etwas. Verstanden. Abverstanden. Hier ist nichts. Melde mich wie befohlen. Da oben kann aber was drin stehen. Da ist auch nichts. Und wo sind sie da drüben? Die Dinger sind richtig böse. Bereit. Kommander? Bereit, Sir. Was haben wir denn da? Ein Turbolaser. Also es ist gut, dass ich jetzt hier den Energiegenerator eben zerstöre. Dann habe ich ein bisschen Ruhe vor diesem Turbolaser-Turm. Bereit für Befehle. Roger, bestätigt. Weil denen fehlt jetzt einfach die Energie. Erwarte Befehle. Bereit für Angriff. Oh. Oh. So, aber irgendwo schwirrt es noch dieser Typ rum. Melde mich wie befohlen. Wo könnte der denn sein? Positionsänderung. Egal. Suchen und zerstören. Ihr kriegt jetzt alle einen Suchen und zerstören Auftrag. Wenn ihr ihn findet, tötet ihn. Wir sind in ein paar Sekunden da. Super. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Solltet ihr dann nicht eigentlich auseinanderfliegen und alles suchen? Bereit. Dann mal los. Dann los. Aha. Da ist er. Es ist tatsächlich Maximilian Viers. Kommandiert einen verbesserten AT-AT, der immun gegen Schleppkabelattacken ist. Reduziert an seinen aktuellen Aufenthaltsort die Produktionskosten von... an seinem aktuellen Aufenthaltsort die Produktionskosten von AT-ATs, AT-STs und AT-AAs um 25%. Viers AT-AT kann seine Feuerkraft kurzzeitig erhöhen, verbessert den Verteidigungswert aller imperialen Einheiten um 25%. Also ein Held, mit dem man durchaus rechnen muss. Aber überlegene Luftstreitmacht macht's. Woo! Viers wäre damit erledigt. Bäm. Sehr gut. Damit gehört dieser Planet jetzt uns. Und ich ziehe die Bodentruppen wieder zurück nach Ulster. Und wir sehen uns in der nächsten...